Okay, guten Tag und wir heißen euch willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Ich bin Metal Mario Master und das hier ist Daniel LP. Hi. Im letzten Part haben wir Welt 1 und Welt 2 komplett geschafft. Und jetzt beginnen wir mit Welt 3, der Wasserwelt. Super, viel schwimmen. Ja, da fängt schon an. Genau, da fängt schon an. Unter Wasser der Welt. Die mag doch irgendwie gar keiner. Ja. Gibt es irgendein Spiel, wo irgendjemand Unterwasser-Level mag? Also ich mag in Super Mario 64 die dritte Welt, das ist auch eine Wasserwelt, auch genannt Piratenlagune. Ich fand die Welt klasse. Okay. Habe ich nie gespielt. Obwohl 64? 64 hast du gesagt, ne? Ja, Super Mario 64. Okay, ich habe den DS-Titel davon gespielt, aber ja, ja fast der gleiche. Ja, den habe ich auch gespielt. Vielleicht machen wir irgendwann auch ein Let's Play zu Super Mario 64. Ja, mal gucken. Hängt ganz von euch ab, ob ihr das wollt. Ah, verdammt. Wenn ihr natürlich sagt, nein, ihr sagt scheiße, hört auf damit, dann okay. Ja, mal gucken. Aber ich hoffe mal, dass sie es nicht sagen. Vor allen Dingen, weil wir ja noch ganz kleine YouTuber sind. Genau. Ich werde den Kanal natürlich hier auch von... Also wenn ich der hochlade, tue ich natürlich auch meinen Kollegen hier verlinken. Ich hoffe natürlich selber, jetzt wird auch passieren. Ich hätte vielleicht ein Item nehmen sollen, egal. Ja, wie gesagt, so wie er es hier bereits sagte, auch auf meinem Metal Mario Master Kanal gibt es auch noch mal den Part. Wie konnte das jetzt passieren? Das ist eine gute Frage. Mein Piss ist einfach ersoffen und dann bin ich ersoffen und dann kam der Fisch. Der Fisch, der uns alle umbringen wird. Hoffen wir mal, dass das nicht mit mir passiert. Und hier haben wir schon eine Feuerblume. Ich habe wieder einen Sonnenbrand. Cool. Ja. Oh nein! Ja. Und der Stern ist auch weg. Der Stern ist ertrunken. Ja. Verdammt! Man muss merken, Power-Ups können nicht schwimmen. Deswegen aufpassen. Ja. Das ist eine Lektion fürs Leben. Ja. Jetzt keinen Fehler erlauben, wollte ich gerade sagen. Das könnte es... Nein, das ist es noch nicht gewesen. Vielleicht könnte es das gewesen sein. Ja. Ah, verdammt! Okay. Jetzt bin ich jetzt nicht der Einzige, der die ganze Zeit stirbt. So. Habe ich eine Feuerblume oder so? Ja, einen Froschanzug kann ich benutzen, aber das ist irgendwie Verschwendung. Ich will ihn gar nicht benutzen, der ist irgendwie so awesome. Seit wann ist der Froschanzug awesome? Er ist doch geil, ey. Nein, ist er nicht. Es gibt einen viel besseren Anzug. So. Ne. So. Oh. Jetzt kommt der Springer allerdings. Ich hab's gewusst. Schwimm, Luigi, schwimm. Schwimm um dein Leben. Da kommen Cheep Cheeps. Boah, leck mich. Wie hab ich das überlebt? Bah. Egal. Weiter. Einfach weiter. Einfach schwimmen. Immer weiter schwimmen, immer weiter schwimmen. Es gibt hier nichts zu sehen. Und da ist er wie. Ist er da gestorben. Boah, man muss doch nur auf die Kackplattform da drauf bleiben. Was ist denn so schwer? Wahrscheinlich alles. So gut wie alles. Wenn ich Feuer hätte, dann könnte ich alles damit töten. Du willst immer nur töten, ey. Das, ja. Das stimmt nicht mit dir. Aber mit Feuer, Nintendo familienfreundlich. Ja, Feuer macht Nintendo familienfreundlich. Na klar. Das sagst du. Und da schon wieder ins Wasser. Ja. Da kommt man gar nicht mehr hoch. Ah, verdammt. Ich muss wohl den Stern unten rechts raus. Ja, wenn ich das könnte, dann würde ich da natürlich... Ah, Mann! Ja, erste Level haben wir so richtig vorgelegt und jetzt... Jetzt liefern wir euch hier Fails am laufenden Band. Das ist unglaublich. Ich gehe wieder zurück zur linken Welt. Das geht nicht. Warum nicht? So. Weil ich es sage. Nochmal. Nur mit Style jetzt. Style, sicher. Aber ganz vorsichtig. Ach, hallo. Ihr kriegt mich nicht. Ich bleib auf dieser verkackten Plattform drauf. Genau, weil das ernst meint. Na. Geh weg. Ja, geh weg. Geh weg! Warum wollen mich Fische töten, verdammt? Sie wollen doch nur dein Freund sein! Ich esse doch gar keinen Fisch, verdammt! Ich esse aber Fisch. Ja. Erklärt, warum die dich umbringen wollen, aber warum ich? Fisch ist lecker, Fisch ist gesund. Verdammt, aber ein Pilz. Egal, Level geschafft. Geht doch.
Immerhin einer hat's geschafft. Oh, der kann sich jetzt oben noch Bonus wiederholen, leck mich. Ganz einfach, ich lass dich einfach die Arbeit machen, dann kann ich mir das Item schnappen. Das war aber mein Plan. Niemals. So, was kriegt der? Ein Froschanzug. Er kriegt einen Froschanzug. Und ich habe schon sogar schon sieben Items, ey. Okay, er muss da weitermachen, sehr gut. Ja, und ich präsentiere euch jetzt mal den Froschanzug. Oing, oing, oing. Oh, der Asiatenfisch. Der Asiatenfisch. Ich hasse diesen Fisch, ey. Ja, mich schon. Und ihr müsst wissen, ich habe dieses Spiel auch noch vor kurzem gespielt und auch durchgespielt. Und ich muss sagen, bei diesem Level hier, mit diesem verdammten Asiatenfisch, der hat mich so oft aufgefressen, das ist nicht mehr feierlich gewesen. Aber fressen. Ja. Nein, der hat mich gefressen. Habt ihr gesehen. Wie Fische fressen Frösche? Kann ich gar nicht glauben. Ja, langsam wird es mit den Leben noch ein bisschen knapp. Wir dürfen nicht so viel Mist bauen. Ja. Was? Du hast jetzt noch, glaube ich, 7 Leben, ich habe noch 10 Leben, ey. Wir müssen echt aufpassen, ey. Sonst gehen wir noch Game Over und... Ja, super. Also ich kann ja verstehen, dass du noch Game Over gehst, aber ich... So, komm her. Zack. Jawohl, du hast den Asiatenfisch getötet, aber leider kommt er so schnell wieder zurück, das glaubst du gar nicht. Ja, ja. Siehst du, da ist er schon wieder. Der ist so schnell wieder da, bevor du nur einmal Spaghetti Bolognese sagen kannst. Warte, einfach immer wieder zur Strecke bringen. Wieder zur Strecke bringen. Da geht's daneben. Verpiss dich, Mann! Kill it with fire! The only way to defeat the fish is to burn it! Ja. Vielleicht wissen ja einige vom Wort ist. Damit hat er mich angesteckt. Okay. So, war's das? Bitte? Ja, okay. Ja, das war's mit dem Level. Nein, kein. Ich möchte einen Pilz haben. Verdammt! Da kriegt er einen Stern. Was ist das denn für eine Logik? Ja, what does this accomplish? Nothing. Boah, 2 L's. Aus was ist das stammen? Das stammt aus SMG4's Videos. Da solltet ihr auch mal drauf gehen. Das ist ein cooler Typ, ist das. Coole Videos. Jetzt setze ich mal einen Pilz ein und jetzt muss ich halt das Schloss machen. Wieder mal! Ja. Und ich. Da hat's geschält, aber ich mache jetzt nicht auf. Egal. Mach einfach weiter. Vor allem, ich weiß jetzt. Hier gibt es so viele Türen. Ich bin auch Klempner, aber soll ich denn den Schlösser? Hey, hier sind so viele Türen, ich weiß gar nicht mehr, welche die richtige war. Ich glaube, das war die richtige. Jawohl, das war sogar die richtige. Hm. Und da ist schon wieder Bum Bum. Hallo Bum Bum. Jetzt kann Bum Bum sogar fliegen, aber ich lasse es nicht dazu kommen. Wow! Ah! Nein! Bum Bum hat mich getötet! Ja. So ein Bullshit, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe eine Feuerblume, also ich kann ihn einfach verbrennen, wenn ich Glück habe. So. Falls du es überhaupt zu ihm schaffst. Ich habe natürlich nicht gemerkt, welche Tür ich reingehen muss. Das war das, was ich befürchtet habe. Ich glaube, das war so die 5. oder 6. Kann sein. 1, 2, 3. Über den bist du noch. Ey, bist du ehrlich? Na! Ich komme mal hier rein. Was? Nicht ganz. Ich glaube, eine weiter noch. Entschuldigung, ich habe mich in der Tür geirrt. Hast dich in der Tür geirrt? So, jetzt aber. Der kommt ja einfach unerbittet rein. Das gibst du einfach nicht. Na, Bum Bum. Das Eis esse ich gerne. Ich wusste gar nicht, dass Bum Bum eine Eissorte ist. Ja, klar. So ein Kaugummi-ähnliches Ding hier. Ja, er hat so ein Kaugummi-Stick, keine Ahnung. Oh. Lecker. Jedenfalls, Schloss geschafft. Yeah. Oh. Hat auch mal ein Schloss geschafft. Das ist unglaublich. Ja, und da ist der Stein einfach weg. Oder Schloss, meine ich. So, dann mache ich jetzt mal weiter. Wir machen ein Schloss, um ein Schloss zu öffnen. Das ist auch irgendwie sehr ironisch. So, damit ich auch mal zeigen kann, wie das auf der Oberwelt aussieht mit dem Stern. Und ich einfach keinen Bock habe, hier von diesen beiden Hammerfuzis hier getroffen zu werden. Nehme ich mir einfach den Hammer, weil den werde ich gleich brauchen. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Ja. Machen wir weiter. Ja. Ich hole mir erstmal das hier. Du, was du nicht lassen kannst. Boah, bin ich klein. Sieht aus wie du, Mann. Ja. Verdammt. Da bringt's auch sowieso jetzt nicht mehr. Jetzt krieg ich sowieso nur ein. Oh, Trommelwirbel. Nein. Ah. Das wäre gut geworden. Eine Pilzhume. Was weiß ich. So, welche Level sind wir denn hier? 4, ne?
Ja, 4 und 5. Dann machen wir mal die 4. So. Hier ist nicht so viel Wasser, das beruhigt mich ja schon mal. Geh weg. Na, leider, wenn du das Level schaffst, dann kann ich mich leider aber gar nicht beruhigen. Das nächste Level wird voller Wasser sein. Oh. Oh, das war ja... Geh weg, geh weg! Nein! Warum? Er mochte dich halt so sehr. Der ist grün, der kann mich nicht töten. Ah ja, und alles, was rot ist, kann mich nicht töten? Ja. Aua. Schon wieder gegen den Tisch geknallt. Hui! Da hätte ich beinahe einen stylischen Sprung dann geschafft. Soll ich dir mal zeigen, wie man so einen stylischen Sprung macht? So, dann zeig mal. Hui! Yep. So ja. Macht man den. Lep, lep, bum. Wow. Ja. Oder ganz viele kleine Mini-Gumbas, die mich verlangsamen. Oh, okay. Oh, fuck. Wollte gerade sagen, jetzt kannst du da runter hin, aber okay. Boah. Da wird noch ein Schauspiel hier. Ich meine, du hast noch 6 Leben, ich habe nur noch 7, ey. Was ist denn los? Ja. Auf Game Over gehen werden wir bestimmt ein paar Mal, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe mal nicht, ey. Weil ich habe keine Lust auf Game Over. So. Jetzt aber. Komm, schaff den stylischen Sprung für die Community. Hallo. Und so. Für uns. Ja, so. Jawohl. Geh weg. Hier, bravo, bravissimo. Der Danilo LP bekommt 30 Punkte von mir. Oh, okay. Ja, damit, so. Sag ich vorher, jetzt bin ich unbesiegbar. Sowieso egal, was ich für eine Karte jetzt bekomme. Ja, also es ist egal, was für eine Karte du kriegst eh nur ein Leben. Aber guck mal da, unser Freund Lakitu ist wieder da. Geh weg, Mann! Ah! Was für ein Zielwerfer der hier ist. Mhm. Ah, okay, ein Leben aber, glaube ich. Ja. Ja, okay. Ein Leben. Bloß den einen, den ich gerade eingesammelt habe. So, sehr gut. Ah. Oh Gott, jetzt muss ich ja das fünfte Level machen, so ein Mist. Oh Mist. Ja, viel Spaß. So viele Quallen. Bin schon sehr einladend aus und da ist der Japanofisch. Ja, der Japanofisch hier ist etwas anders. Ich kann euch ja mal eine kleine Story zu Quallen erzählen. Ich war mal im Urlaub, auf Mallorca nämlich. Da hat mich doch tatsächlich mal eine Qualle gestochen. Wie kann sie es wagen? Ja, und zwar so eine richtige Feuerqualle, ey. Na, wie soll ich das jetzt beschreiben? In die obere Hälfte meines Knies. Das war echt sowas von schmerzhaft. Das war sogar eine Feuerqualle. Das heißt, waren sogar eine der schlimmsten Quallen, ey. Richtig gebrannt. Deswegen, wenn ihr im Urlaub seid, vor allen Dingen auf Mallorca, achtet immer auf die Flagge. Okay. Nur gefragt, das wird ein bisschen knapp. Ja, das habe ich jetzt gerade gesehen, ey. Meine Fresse, was mache ich denn hier? Wo kommt man denn in der einen Röhre hin? Weiter nach vorne, aber dafür müssen wir auch erstmal die zweite Burg schaffen. Nein, Mann. Viel Spaß. Ja. Röp. Ja, egal. Ja. Okay, sehr gut. Ja, leider muss ich dich enttäuschen. Dadurch wirst du nur groß. Warum? Das ist noch in diesem Teil so gewesen, dass man, wenn man klein ist und eine Blume dann einsammelt, beziehungsweise ein Waschbärblatt, dass man dann nur groß wird. Was? Das hat man dann im Advanced-Teil wieder geändert. Das ist so ein ganz kleiner Beschiss. Nein, das ist kein Beschiss. Wie könnt ihr es wagen? Sie haben es halt so gemacht, wahrscheinlich weil sie es noch nicht überdacht haben. So, jetzt aber hier irgendwo. So, jetzt aber eine Blume. Das sieht doch gut aus. Hast wieder Sonnenbrand und mitten unter Wasser. Wie ist das überhaupt möglich? Was zum Teufel? Das ist überhaupt nicht möglich. Oh doch, nichts ist unmöglich, Toyota. Gibt's da was? Nein, okay, dann nicht. Ja, wieder hoch. So, jetzt sind wir gekommen. Oh ja, bis dahin bin ich gekommen und dann bin ich gestorben, ey. Geh mal aus dem Weg, verdammt. Oh, du
kleiner Blooper, ey. Da kann ich auch. Hier, ich kann auch hier stehen bleiben. So, danke. Er wartet doch noch auf dich. Siehst du, er sitzt mitten auf der Qualle. Das gibt's doch gar nicht. Und es tötet den Japanofisch. Bleibt. Jawohl, du hast den Japanofisch getötet. So. Meine Güte, ey. So. Der Nero hier, der liegt hier richtig vor in dieser Welt. Ja, ich bin auch positiv überrascht, wie eine Blume. Wir noch ein Leben. Wirklich, in den ersten beiden Welten, da habe ich ja wirklich dominiert. Und jetzt hier, da dominiert er ja richtig. Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Okay. Aber das Beste daran ist, ich kann mir jetzt ein Item schnappen. Nein. Doch. Pickerbox, it contains will help you on your way. Hey, ja, danke, Toad. Ah. Ja. Was hat denn ein grünes Blatt? Ein grünes Blatt, das ist ein Waschbärblatt. Ja, sah nicht so aus wie grün. Ja, es ist grün. Seht ihr, da ist ein Stein. Und jetzt passt auf. Da wird der Nero sich jetzt aber gleich aufregen. Ich glaube, da kriegt man ein Leben, ne? Oder ganz viele Bonusdinger, ja. Genau. Gib mir die. Niemals. Doch. Nein, das alles ist meins. Ich habe den Hammer hart und ehrlich gewonnen. Hallo, oder was meint ihr? Ich hab doch den Hammer hart und ehrlich gewonnen. So, jetzt versagt's aber hier auch nicht. Boah, wissen wir echt geil, wo sie Hilfe. Sie sind jetzt hab ich schon verloren. Ein Perls. Irgendeiner muss aber hier lebend durchkommen. Ja, also ist das natürlich nicht. Wenn ich das hier nicht schaffe, dann musst du das ja schaffen. Ja, das ist leider das große Problem. Wenn er es nicht schafft, dann muss ich es ja wirklich schaffen. Und da war übrigens ein Stitz. Jetzt kriegt er noch ein Item in den Rachen geschoben. Wieder ein Frosch. Das gibt's doch nicht, ey. Warum kriege ich hier so viele Froschanzüge? Dabei mag ich den Froschanzug noch nicht mal. Die sind awesome, Mann. Der Tanuki-Anzug, der ist awesome. Ah, da ist natürlich noch eine Insel. Ja, da ist noch eine Insel. Der dritte Froschanzug. Oh ne, wenn ich jetzt noch einen Froschanzug kriege, kotze ich noch. Ah, eine Blume. Oh. Warum? Weil es so ist. Und wenn wir jetzt mal hier weiter nach rechts gehen... Da sind noch mehr Leben, oder was? Nee, da ist die Burg. Ah, okay. Nur was ich mich frage, das kann... Und ich hoffe mal, dass mir das jemand beantworten kann. Warum ist da diese Brücke? Ja. Deswegen, ab in die Kommentare damit, was hat es mit dieser Brücke auf sich? Okay. Keine Ahnung, vielleicht muss er einen Hammer auf so einen Kaktus da benutzen. Ja, sicher. Als ob das so ist. So, ich habe jetzt mal alles gut gegrast. Ich sehe gerade, wie viele Level da noch sind. Ja, das sind noch ganz viele Level, ey. Diese Welt hat, glaube ich, insgesamt 9 normale Level, 2 Burgen und noch das Schloss. Oh Gott, nein. Jetzt kommen wir auf Scrolling-Level, ey. Ich bin ja heute echt vom Pech verfolgt. Egal, das wird schon. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du stirbst. Boah, ich bin jetzt in diesem Part schon so oft gestorben, ey. Das ist ja gar nicht mehr feierlich. Okay, vielleicht ist es feierlich für meine Zuschauer. Aber, ah, Mann! Egal, da kommt halt große Comeback irgendwann des Metal Mario Masters. Ja, ich hoffe, dass das mal kommen wird. Ansonsten muss ich mir auf Ewigkeiten was anhören müssen. Läuft auch bis jetzt gut. Ja, es läuft bis jetzt ganz gut. Bin ich sogar ehrlich gesagt im Forum. Und da geht das Leben. Ja, da geht das Leben weg, aber das ist mir jetzt egal. Weil ich bin ja mutig. Ich gehe einfach weiter. Da mit dem Gedanken, dass es hier eh nichts zu sehen gibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja. Boah, das war jetzt aber geil, ey. Hab ich auch schon abstürzen gesehen. Ich hab mich auch schon im Abgrund sehen. Ich sah mich schon im Abgrund, aber ich hab's ja noch geschafft. Und krieg auch noch ein Leben. Wohl eigentlich mal wieder ein M. Oh, jetzt muss ich gegen den Hammerbruder kämpfen. Ja. Aber mit Feuer. Ja, und du hast sogar Glück, dass der auf dem Land ist. Weil vielleicht habt ihr das schon gesehen, dass es einige Teile der Welten gibt, die auf dem Wasser sind. Und wenn man dann dieses Level spielt, stehen auch, wie zum Beispiel hier diese Hammerbrüder, auch im Wasser. Und dann wird das nochmal viel schwieriger. Ah, sehr gut. Oh, ein Stern. Ja, vielleicht kann ich das jetzt ja gleich mal zeigen, was ich meine. Da, wie man da sehen kann, zwischen den beiden Ls dort,
ist ja überall Wasser. Und wenn da ein Hammerbruder drauf wäre und wir dann gegen ihn gekämpft hätten, dann wäre die gesamte Arena unter Wasser gewesen. Ja, super. Also zumindest sagen wir auf unserer Höhe so. Oh Gott, nicht dieses Level A. Diese Spikes hier, die sind so böse. Ich muss meinen Arm. Mist! Ich wusste es nämlich. Okay. Das habe ich nämlich vergessen. Weil dann hätte ich nämlich schon ein Waschbrettblatt gehabt. Also ihr Spikes, ihr seid so böse! Deswegen verschwindet einfach. Ja. Okay, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Diese Spikes sind so böse. Und, ja, da ist er weg. War doch einfach da durchzukommen. Würde ich sagen. Ja, was willst du sagen, ey? Spiel das Level doch mal selber. Wow, das war jetzt aber knapp. Oh, da ist man. Verdammt! Dabei war es doch so gut für mich. Los, Bruder, du schaffst das. Hoffentlich. Ah, ich hätte die Brücke da runter gehen können. Egal. Ja, du hättest die Brücke runter gehen können und dann ein anderes Level spielen können. Siehst du, da ist ein Waschbärblatt. Ja. Ja, lass mal. Was? Willst du kein Waschbärblatt? Nö. Verdammt, der Dreck! Das ist der Grund. Weil ich genau wusste, dass das passiert. Ja. Vorsicht vor Eisenkugeln. Verdammt. Wollte mich da runterducken. Bah! Was zum Teufel? Vor allem bei dir waren die voll harmlos. Ja, bei mir sind sie ja harmlos, aber haben mich trotzdem getötet. Bei mir tun die voll Kugelagen hier machen, verdammt. Komm, nehmen wir doch mal eben ein Waschbärblatt. Ja. Da war schon wieder unnötig knapp. Das war jetzt wirklich unnötig knapp, aber ich mag's halt. Ein bisschen Spannung aufzubauen. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Wir haben nur so 8 Minuten, glaube ich. Ich glaube, das schaffen wir noch nie mal die ganze Welt, glaube ich. Nee, sieht nicht so aus. Mein Gott, ey, die haben hier richtig gut vorgelegt. Mit dem ersten Part. Und dann sowas hier. Ich will gar nicht wissen, wie die letzten Level alle so ablaufen. Und ich glaube auch, dass es auch zum großen Teil auch meine eigene Schuld ist, weil ich so schlecht bin. Aber ich habe es ja jetzt geschafft. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Ja, vielleicht. Okay, 7 Minuten. Für jede Level 1 Minute, dann wird das schon klappen. So, ich könnte jetzt das hier machen oder das hier. Entscheide dich ruhig, ich kann auch das Schluss machen. Wir müssen den Trend ja ein bisschen so lassen. Genau, wir müssen den Trend ein bisschen aufrechthalten, sodass der Metall Mario Master immer die Schlösser macht. Ja. Okay, bin ich gut. Das war doch nur ein Witz. Okay, aber. Nein! Ma! Da ist der arme Pilz ertrunken, ey, du. Und da schon wieder der Japano-Fisch. Ne, warte, das ist der chinesische Fisch. Wo ist die Schildkröte, verdammt? Geh weg. So. Ma! Ey! Warum sind die alle in diesem verdammten Gegend drin, ne? Weil es so ist. So. Aber jetzt kommen wir gar nicht darüber. Ja, jetzt muss ich ja sowieso das Schloss machen. Aber das mache ich am besten hiermit, weil nämlich, das ist ein Unterwasserschloss. Okay. Und der Vorteil mit dem Forscheranzug ist es, man kann hier unglaublich schnell schwimmen. Ja, ob das besser ist? Ich weiß nicht. Aber kann man auch schneller dann sterben. Ja. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du schaffst das schon, kein Problem. Ja, ja, weil auch ein Vorteil ist es nämlich, man kann dann hier so in der Mitte stehen bleiben und man fällt nicht runter. So, sind wir durch. Es kommt wieder Bum Bum. Mächtiger Frosch gegen Bum Bum. Genau, der mächtige Frosch gegen Bum Bum und auch Bum Bum, wenn er fliegt, schafft es nicht. Und ich schaff sogar mit Frosch, Mario, ey. Ich bin einfach so gut. Was sagst du dazu? Ja. Einfach, ja. Danke. Und ich krieg das Bonus-Game. Geil. Siehst du, kriegst sogar noch die Chance auf ein Memory-Spiel. Oh, ah da, okay. Also, ja. Ja,
Pilz? Wo war der Pilz nochmal? Ich habe keine Ahnung. Da ist der Stern. Passt nicht. Da ist die Blume. Na toll, wo ist denn die Blume? Nein. 10 Münzen, ey. Dabei habe ich doch beim letzten Mal halt 3 ganze Bärchen rausgeholt. Boah, das schon wieder. Stern. Ein Pilz, Blume, was weiß ich. Doch, irgendwas nicht gesundes. Ja. Hat er mal in hier noch gar nichts. Okay, sehr gut. Ja, dein Item setzt sich ja sehr mager aus. Wo kommt man hier hin? Damit kommst du wieder zurück. Da hat's auch voll gemacht. Ja. Super. Aber wenn wir es geschafft haben, also wenn wir hier Game Over gegangen wären, könnten wir die Röhre benutzen, um dann hier hinzukommen. Weg. Okay, was? Das hat's ja sehr gebracht. Beim ersten Mal hab ich da gar nicht getroffen, irgendwie. Ja, so. Okay, viel Spaß. Ja, danke. Und ich bin immer noch Frosch Mario, ey. Das ist doch gut. Wow. Außer wenn sowas passiert. Und ich dachte schon, dass mir sowas passiert. Ah! Ah, geh weg! Ist doch schneller als er, ist doch gut. Nee, leider ist der Fisch schneller als ich. Boah, Hilfe, das war jetzt aber knapp. Das geht jetzt lieber nicht mit den Panzern, so wie ich. Ja. Boah. Boah, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Weg, niemand mag dich. Ich bin doch nur ein Frosch. Ich bin ein Frosch auf Durchreise. Quack, 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 quack. Okay, geschafft. Das wird eine etwas chilligere Level. Ja, boah, ich habe es schon wieder mit dem Froschanzug geschafft, ey. Ich hätte gedacht, dass ich den in diesem Level wahrscheinlich verlieren werde. Habe ich aber nicht. Oh Mann, du hast nur noch 5 Leben, ey, pass auf. Ja klar, wird schon nichts passieren. Wenn so eine schlicke Level kommt, ist da kein Problem. Ja. Aber komm mal her. Ja, lieber das, nicht. Ja, nimm das lieber nicht auf die leichte Schulter. Du weißt, wie wir hier gefailt haben. Wow. Könnt ihr mir was anhaben, wenn ich klein bin? Ja, ne? Ja, die können dir was anhaben. Aber die töten dich nicht. Die sorgen nur dafür, dass du nicht hochspringen kannst. So, irgendein Power-Up, wenn es geht. Leck mich. Stirb. Wah. Stirb. Bäh. Sehr gut. Haben wir eine Bombe mit einer anderen Bombe getötet. Hier. Leck mich. Also, okay. He killed this bomb with another bomb. Gib mir das. So. Wird schon irgendwie bringen. Irgendwie, ja. Ja, irgendwie geht ja immer alles. Ah, oh, nehmen. Keine Ahnung. Ich nehme mal so Munition einfach mit. Oder nicht? Ja. So. Was ist das? Oh, nee. Es kommt Wasser. Ja, ich gehe wieder an Land. Nein, verdammt. Ja, da musst du durch. Ja, okay, das wird aber zu schaffen sein. Wer ist links? Da links kannst du... Da geht's. Nein, das klappt nicht. Da links geht's zu einem Froschanzug. Och, das ist aber schwer, da hinzukommen. Dann lass ich das lieber. So. Ja, lass das lieber, weil ich hab das, als ich das gespielt habe, allein habe ich das gemacht. Hab's auch geschafft. Und habe ihn dann im selben Level verloren. Okay. So, haben wir das noch geschafft. Könnte sogar knapp werden, der Partlänge. Ja, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt kommt noch das Schloss. Ja, okay, da können wir noch schaffen. 29 Minuten haben wir. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt in einer Minute schaffe, das Schloss ist schwierig. Aber du hast den Froschanzug. Ja, komm. Das ist ein gutes Zeichen und der Typ hat sich in eine Schildkröte verwandelt und tot tickt aus. Tot tickt wieder aus. Ich weiß gar nicht, warum du so schreist. Ich bin Frosch, ey. Okay. Ich rette mal wieder die Welt. Wieder mal. Wenn's ja sonst keiner macht. A Master to the Rescue. Ja. Master to the Rescue. Oder der Froschmann vielleicht. Der Froschmaster, wenn dann. Bin Froschmaster. Froschmaster to the Rescue. Da läuft doch ganz gut. Ja, noch. Aber das wird sich spätestens gleich ändern. Dann aber, weil ich jetzt ja gerade schon so viel Erfahrung mit dem Frosch gemacht habe, bleibe ich jetzt auch erstmal dabei.
Weil wenn ich das jetzt noch wirklich schaffe, oh Gott, guck mal da oben. Ja, die Dinger, die kann ich auch noch. Man läuft doch ganz schlicht. Ja, noch. Wart's ab, wenn ich beim Boss bin. Ja, der wird doch auch schlicht. Die Bosse sind doch sowieso nicht schwer, oder? Doch, der Boss ist schwer. Da bin ich so oft gestorben, als ich das Spiel alleine gespielt habe. Aber das war gar nicht mehr feierlich. Okay, jetzt runter. Okay, jetzt kommt Wendy! So, du hast zwei, drei Versuche, da wird er wohl zu schaffen sein, Mann. Ja, okay, Froschanzug weg, aber... Ja, Froschanzug habe ich weg, aber ich habe Wendy besiegt und damit Welt 3 geschafft. Ja, wenigstens etwas Erfolg dieses Mal wieder. Ja, wenigstens ein bisschen Erfolg. Eine Welt geschafft, sehr gut. Wenn das so weitergeht, dann haben wir irgendwie in 10 Parts schon das Spiel durch. Ja. So. Oh mein Gott, warum sieht er so aus wie ich? Ja, ne? Oh, danke, mein Enkel, Neffe, Sohn, keine Ahnung. Was? Ja. Schon wieder ein Brief von der Prinzessin. Was kriege ich denn dieses Mal? Eine Musikbox. Danke sehr. Tja, mit diesem Item verabschieden wir uns. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Danilo LP. Und wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.